Sagt mal, habt ihr meinen knuddelsüßen... Oh, da bist du ja. Mann, wo hast du bloß deine Augen? Ja, so ein bisschen vergesslich ist wohl jeder. Ein bisschen. Manchmal denke ich, ich werde alt. Tja, da weiß ich schon heute nicht mehr, was ich vorgestern gemacht habe. Ganz sicher bin ich ausgegangen, so wird's sein. Da fällt mir noch für Montag ein Spaziergang ein. Ein bisschen musizieren, doch wo war das bloß? Vielleicht auf einer Wiese oder in der Stadt ganz groß. Und am Dienstag, da weiß ich noch, dass da auch etwas war. Von wegen gut speisen mit allem Trara. Doch was kam dann am Nachmittag, wie hab ich den verbracht? In meinem Kopf scheint's leer zu sein und dunkel wie die Nacht. Dunkel wie die Nacht, ja, ja. Am Montag sind wir zusammen Teppich geflogen. Am Dienstag hast du doch die Möwe Martha belogen. Am Mittwoch hast du dann den Bergbach leer getrunken. Und am Nachmittag hat dir das ganze Essen gestunken. Erinnern, vergessen, wo war das nochmal? Der Weg zur Erinnerung ist manchmal schmal. Das Gedächtnis hat dich im Stich gelassen. Und das, was passiert ist, scheint schnell zu verblassen. Ja, sowas kenne ich gut. Wenn du mich fragst, was ich gestern gemacht habe, dann habe ich ein Problem. Zu gestern fällt mir partout überhaupt nichts ein. Doch sicher wird da irgendwas gewesen sein. Ich hab garantiert bestimmt mein Keyboard geputzt. Ich erinnere mich dunkel, ich hab den Schreibtisch benutzt. Dann war ich auch noch irgendwie unterwegs. Dass ich nicht weiß wo, geht mir ganz schön auf den Keks. Am Abend wurde es dunkel, so viel ist schon mal sicher. Da müsst ihr gar nicht gucken, was soll denn das Gekicher? Gestern haben wir doch erst zusammen musiziert. Dann hast du dich beim Suchen selber angeschmiert. Kurz darauf hattest du dann deinen freien Flug. Denn von solchen schicken Sachen kriegst du ja nie genug. Du hast ja noch gut. Ich weiß manchmal schon am Abend nicht mehr, was am Tag gewesen ist. Sag an, sprich. Ganz sicher bin ich aufgestanden, so wird's sein. Dann fällt mir noch die Dusche und das Zähneputzen ein. Ein bisschen was zum Frühstück und was kam danach? War es vielleicht Musik oder gab es nur Krach? Dann um die Mittagsstunde, da ist mir nicht ganz klar, ob ich da ganz alleine oder in Gesellschaft war. Dann war noch was am Nachmittag, das hat mir Spaß gemacht. Und jetzt ist es schon Abendzeit und gleich kommt auch die Nacht. Erst hast du am Morgen dein Frühstück gegessen und mittags mit uns allen in der Sonne gesessen. Am Nachmittag hast du dann die Gitarre geputzt und am Abend das Licht von einem Streichholz genutzt. Erinnern, vergessen, wo war das nochmal? Der Weg zur Erinnerung ist manchmal schmal. Das Gedächtnis hat dich im Stich gelassen. Und das, was passiert ist, scheint schnell zu verblassen. Ja, aber ich weiß nicht. Manchmal ist das auch ganz gut so. So? Ja, oder kannst du dir vorstellen, du würdest alles im Kopf behalten, was mal in die Hose gegangen ist? Nö. Siehste? Und das halte ich auch für besser. Also jedenfalls, ich würde mich mehr mit dem, dass ich vielleicht... Ganz deine Meinung.